Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Onoro Bukagu. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserer Auftakt-Pressekonferenz zur Hannover Messe 2013. In weniger als zwei Wochen beginnt die weltweit wichtigste Industriemesse und wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, Sie über den Stand der diesjährigen Veranstaltung im Detail zu informieren. Das tun wir aus Sicht der Deutschen Messe AG, sowohl inhaltlich als auch in Form von Zahlen und Daten, Fakten. Freuen uns aber auch, dass heute auch unsere wichtigen Partner und Aussteller hier mit dabei sind, die ihre Sicht auf die diesjährige Hannover Messe einmal darlegen werden. Und da stelle ich Ihnen auch direkt das heutige Podium vor. Links außen begrüße ich ganz herzlich Herrn Hendrik Schunk. Herr Schunk ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma Schunk GmbH und Co. KG. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Greif- und Spanntechnik und ist in diesem Bereich sowohl Technologieführer und damit auch Innovationsführer. Herr Schunk, sehr schön, dass Sie heute mit dabei sind. Innovation, das ist das Stichwort. Damit komme ich auch direkt zu Herrn Professor Wolf-Dieter Lukas. Auf der Hannover Messe werden jährlich mehrere tausend Produktinnovationen vorgestellt und die Top 5 Produktneuheiten werden für den Hermes Award nominiert, den Innovationspreis der Hannover Messe. Und Herr Professor Lukas wird heute die nominierten Unternehmen und Produkte vorstellen. Herr Professor Lukas ist Leiter der Abteilung Schlüsseltechnologien, Forschung für Innovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich sagte es bereits, in weniger als zwei Wochen geht es los. Am Abend des 7. April wird der russische Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel die Hannover Messe eröffnen und damit auch den Startschuss für einen wirklich hervorragenden Partnerlandauftritt der Russischen Föderation geben. Und wir freuen uns sehr, dass heute Botschafter Wladimir Grining mit dabei ist, um den Auftritt des Partnerlands in diesem Jahr zu beleuchten. Ich stelle auch nochmal vor Herrn Dr. Jochen Köckler, Vorstand der Deutschen Messe AG, dort unter anderem zuständig für die Hannover Messe als verantwortlicher Vorstand für die Investitionsgütermessen. Einmal kurz zum Ablauf. Nachdem alle Herren vorgetragen haben, haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Herrschaften zu richten. Anschließend gibt es dann noch die Möglichkeit, persönliche Gespräche zu führen bzw. O-Töne aufzuzeichnen. Und für diejenigen von Ihnen, die sich für den Besuch des Werks von VW in Wolfsburg angemeldet haben, wir starten dann hier um 13 Uhr. So viel von meiner Seite jetzt erstmal. Damit übergebe ich an Herrn Dr. Köckler. Ganz herzlichen Dank, Herr Obukagu. Sehr geehrter Herr Botschafter Grinin, sehr geehrter Professor Lukas, sehr geehrter Herr Schunk, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer im Web, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zur Auftakt-Pressekonferenz zur Hannover Messe 2013. Jawohl, in 12 Tagen geht es los, wenn Sie hier auf das Gelände eingefahren sind. Wir sind hier in dieser Kugel inmitten des Messegeländes. Der Aufbau hat bereits begonnen. Auf den Ständen, die aufgebaut werden, aber auch in den Unternehmen, überall laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und wir verspüren überall viel Freude, dass es jetzt auch tatsächlich losgeht. Bevor ich Ihnen die Inhalte, Positionierung, Daten und Fakten zur Hannover Messe 2013 nennen darf, möchte ich ganz kurz einen Blick auf die Situation in den Weltmärkten werfen. Die Hannover Messe als Plattform findet natürlich nicht unabhängig statt von den Geschehnissen dort sind. Ich möchte zu Beginn sagen, dass wir im Moment sicherlich eine uneinheitliche Situation hier haben. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist nach einem sehr starken Anstieg im Vormonat nur minimal gesunken. Die Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage also fast noch genauso gut wie im Vormonat. Aus China kommen wieder positivere Signale. Wir haben hier, nachdem in 2012 wir erstmals 7,8% hatten, das war bemerkenswerterweise nach 99 das geringste Wachstum, rechnen die Experten in diesem Jahr wieder mit einem Wachstum über 8%. Für die Schwellenländer Indien, Brasilien und Russland ist weiterhin ein Wachstum prognostiziert, hier sicherlich bemerkenswert. Mit 4,5% ist die Wirtschaftskraft der Schwellenländer hier erstmals größer als in den Industriestaaten. Andererseits uneinheitlich deshalb, weil wir natürlich durch die Euro-Krise im Euroraum tatsächlich Verunsicherung haben. Und auch in Nordamerika, nachdem viele unserer Aussteller gerade im letzten Halbjahr 2012 hier sehr viel Nachfrage erlebt haben,
auch durch den Budgetstopp eine Unsicherheit. Also die Frage, wie in diesem uneinheitlichen Markt stellt sich die Hannover Messe 2013 dar? Ich möchte nun in meinem Beitrag zunächst auf Position und Inhalte einkommen, um Ihnen dann ganz konkret den Anmeldestand vorzustellen. Die Hannover Messe 2013 steht für die weltweit wichtigste Industriemesse, tritt an mit dem Leitthema Integrated Industry und hat mit Russland ein ganz starkes Partnerland in 2013. Als weltweit wichtigste Messe für die Industrie und damit gleichzeitig ist sie ein Barometer für die Weltkonjunktur. Hier findet, das ist das Charakteristikum der Messe, trifft das Angebot auf die Nachfrage. Und wir nennen sie deshalb weltweit wichtigste Industriemesse, weil tatsächlich in der Innovationskraft, in der Vollständigkeit und in der Größe gibt es ein solches Event an keiner anderen Stelle auf der Welt. Im letzten Sommer haben wir uns intensiv in unseren Beiräten und auch mit den Ausstellern, mit den befreundeten partnerschaftlichen Verbänden darüber ausgetauscht, was wird denn wohl das passende Leitthema sein, mit dem wir die Hannover Messe 2013 überschreiben. Und wenn wir das Feedback, wenn wir die Kommunikation in den letzten Wochen sehen, sind wir sehr zufrieden mit Integrated Industry, die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der industriellen Produktion in den Mittelpunkt der Hannover Messe 2013 zu stellen. Wir erkennen, dass sich diesem Trend ausstellerseitig, aber auch vor allen Dingen besucherseitig auf Sicht der Investoren niemand entziehen will, weil hier mit diesem neuen Trend ein enormes Potenzial gehoben werden kann. Worin liegt dieses Potenzial? In Zukunft werden Maschinen, Anlagen und Werkstücke Daten und Informationen in Echtzeit austauschen. Der Nutzen durch diesen Datenaustausch wird in der Produktion und Logistik einen enormen Schub für Effizienz, Sicherheit und Ressourcenschonung geben. Gleichzeitig bezieht sich das Leitthema auf moderne Formen der Zusammenarbeit. Unternehmen werden künftig Kooperationen mit anderen Branchen eingehen und damit über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Integrated Industry beschreibt demnach neben der technischen und elektronischen Vernetzung auch die Herausforderung, an alle Teilbereiche der Industrie, unternehmens- und branchenübergreifend zusammenzuarbeiten. Beispiele für Integrated Industry sind immer wieder nachgefragt worden, weil es sich um eine komplexe Thematik handelt und man gesagt hat, auch an uns als Messemacher, bitte macht es doch ein bisschen greifbarer, worum es geht. Zunächst möchte ich nochmal betonen, dass sich insgesamt das Thema Integrated Industry wie ein roter Faden durch die 5 Kernthemen der Hannover Messe zieht. Dies sind die Automation, die Energietechnologien, Antriebstechnik, industrielle Zulieferung und Forschung und Entwicklung. Als erstes Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht die selbstkorrigierende Fertigung. Wesentliche Basis der selbstkorrigierenden Fertigung sind eine hochpräzise Messtechnik sowie die intelligente Vernetzung der Maschinen untereinander. Ein kleines Beispiel, ein Messsystem innerhalb einer Stanzmaschine erfasst die Kennwerte der produzierten Teile und gibt Informationen an eine intelligente Steuerung weiter. Das ist eine Selbstoptimierung. Diese sorgt dafür, dass die Stanzmaschine auf die Abweichung reagieren kann. Werkzeuge passen sich selbstständig an und optimieren so den fortlaufenden Fertigungsprozess. Dies führt zu weniger Materialverbrauch und dieser Nutzen des geringeren Materialverbrauchs ist natürlich mit Blick auf die Kostenstruktur einer Produktion sehr vorteilhaft und natürlich auf alle Aspekte der nachhaltigen Produktion auch, weil ich hierdurch weniger Materialeinsatz habe. Ein zweites Beispiel, hier sicherlich eher aus dem Bereich der Zukunftsvision, aber auch das wird ganz konkret diskutiert, ist die autonome Fertigung. Die Zukunftsvision ist, dass sich komplexe Anlagen immer wieder selbst organisieren. Bildlich gesprochen würde ein Werkstück die Meldung abgeben, ich brauche einen Schweißpunkt an einer bestimmten Stelle. Dann meldet sich eine Station, die frei ist und diese Aufgabe erledigen kann. Das Werkstück wird mit einem mobilen Roboter dahin gebracht. Wenn in einer Station das Material ausgeht, dann wird dieses über das Internet nachbestellt. Wenn eine Station nicht weiß, wie die Aufgabe durchzuführen ist, kann sie über das Internet auf eine Wissensdatenbank zurückgreifen. So entsteht eine sich selbst orientierende Produktion. Das als Ziel des Trends Integrated Industry für die autonome Fertigung. Ein drittes Beispiel, ganz aktuell, intelligente Stromnetze. Die Energiewende hat den entscheidenden Schub für die flächendeckende Einführung
der intelligenten Stromnetze gegeben. Die besondere Herausforderung gerade bei den erneuerbaren Energien ist es, wenn der Wind nicht weht, stehen die Windräder still. Und wenn die Sonne nicht scheint, kann kein Solarstrom erzeugt werden. Das heißt, hier haben wir die Herausforderung einer konstanten Energieeinspeisung. Diese schwankende Einspeisung kann man durch ein computergesteuertes, intelligentes Netz bewältigen. Das intelligente, flexible Netz der Zukunft übernimmt also somit die Erfassung, die Analyse, Steuerung, Speicherung und den Transport des Stroms. Das vierte Beispiel, was auch ganz konkret die Hannover Messe 2013 liefern wird, ist, dass es ganz neue Kooperationen zwischen Industrieunternehmen und Softwareanbietern geben wird. Das klassische Kunden-Dienstleister-Verhältnis verschwimmt mehr und mehr und es wird Kooperationen in diesem Bereich geben. Ein zweiter Aspekt neben den Beispielen, den ich hier betonen möchte, ist, dass die deutsche Industrie eine Vorreiterrolle bei diesem gesamten Thema Integrated Industry übernehmen kann und damit einen ganz massiven Einfluss auf den Standort Deutschland in der Produktion haben wird und wir damit auch in einer ganz spannenden Zeit sind, wie dieses Potenzial genutzt werden kann. Lediglich 8% der deutschen verarbeitenden Betriebe haben in 2010 bis Mitte 2012 Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert. Das ist der niedrigste Wert seit 18 Jahren und zeigt deutlich, Made in Germany schlägt Low Cost. Somit hat die Automation für den Standort Deutschland eine stabilisierende Funktion. Wer automatisiert, entscheidet sich für eine effiziente Produktion am heimischen Standort und gegen eine Verlagerung. Und das ist auch eine ganz interessante Botschaft. Durch Automatisierung und Hightech werden keine Arbeitsplätze vernichtet, wie man sicherlich vor vielen Jahren gedacht hat, sondern ein Produktionsstandort eindeutig gestärkt. Übertragen auf die gesamte deutsche Industrie bedeutet dies, dass in Zukunft durch Integrated Industry schneller, effizienter, flexibler und damit nachhaltiger produziert werden kann, zum Vorteil des Produktionsstandortes Deutschland. So viel zu dem inhaltlichen Schwerpunkt Integrated Industry. Als zweites möchte ich zum Inhalt eingehen auf den zweiten Schwerpunkt, unser Partnerland Russland. Wir sind sehr froh und beeindruckt, dass unser Partnerland mit mehr als 160 Unternehmen auf 4.900 Quadratmetern angemeldet ist und damit die stärkste Industrieausstellungsbeteiligung außerhalb Russlands bisher überhaupt organisieren wird. Lieber Herr Botschafter Grinins Passiba, für die ausgezeichnete und hervorragende Zusammenarbeit und wir sind gespannt auf die Ausführungen, die Sie gleich zu den Inhalten an dieser Stelle geben kann. Für uns natürlich eine hervorragende Auszeichnung und da auch Dank an die Partnerschaft, dass Herr Präsident Putin gemeinsam mit der Bundeskanzlerin Merkel am 7. April die Hannover Messe eröffnen wird und auch am 8. April einen Rundgang zum Auftakt der Hannover Messe 2013 machen wird. Das ist ein eindrucksvoller Beleg für die Bedeutung der Hannover Messe. Zu den Zahlen und Fakten, wie sind die Anmeldestände? Ich hatte ja begonnen mit einem Blick in die uneinheitliche Konjunktur. Von den Inhalten Integrated Industry, wir sehen und wir spüren quasi in ganz vielen Gesprächen mit den Ausstellern, dass wir an einem wichtigen Punkt sind für eine Weiterentwicklung. In Deutschland nennen wir es ja auch gerne Industrie 4.0, für eine Neuaufstellung, Weiterentwicklung der industriellen Produktion, ein sehr starkes Partnerland Russland. Und angesichts dieser dargestellten Chancen zeigt der Anmeldestand, dass die Aussteller genau diese Chancen auch nutzen wollen. Insgesamt dürfen wir heute vermelden, dass der Anmeldestand ausgezeichnet ist. Wir haben 6.500 Aussteller. Damit übertreffen wir noch einmal die Zahl von vor 2 Jahren. Sie wissen, wir vergleichen die Hannover Messe immer in den geraden und den ungeraden Jahren. Wir sind dieses Jahr in einem sehr starken Jahr, haben also 6.500 Aussteller und besonders bemerkenswert an dieser Stelle, wir haben erstmals über 50% ausländische Aussteller. Mit einer Nettoausstellungsfläche von 236.000 Quadratmetern verbucht die Messe noch einmal ein Flächenwachstum gegenüber der vergleichbaren Veranstaltung im Jahre 2011. Insgesamt bewegen wir uns daher auf Rekordniveau, denn die Hannover Messe 2011 war die stärkste seit 10 Jahren. Die Top 5 Ausstellerländer, auch das hochinteressant für eine globale Industrieplattform. Woher kommen die Aussteller? Wir haben China, Italien, Türkei, Russland und Frankreich als Top
Ausstellernationen bei der Hannover Messe 2013 dabei. Mit Blick auf die beteiligten Länder möchte ich hier zwei Bereiche hervorheben, zu denen wir an verschiedenen Stellen auch Rückfragen hatten. Einmal China, hier bemerkenswert erstmals mit 730 Ausstellern das stärkste Ausstellerland. Zum Vergleich in 2011 524, in 2012 439. Und das war ja, wie schon vorher erwähnt, die Lernkurve des Partnerlandes China und für uns eine tolle Bestätigung des Partnerlandkonzeptes. Nachdem wir auf der letzten Hannover-Messe eine tolle Beteiligung hatten, haben die Aussteller gesagt, das ist für uns eine Plattform. Hier können wir unter Beweis stellen, dass wir nicht für Billiglöhne und geringe Qualität stehen, sondern die Volksrepublik sieht sich hier auf Augenhöhe mit der westlichen Welt und will dies in Hannover erneut unter Beweis stellen. Für uns, wie gesagt, eine tolle Bestätigung des Partnerlandkonzeptes. Die Ausstellerzahlen aus Spanien und Italien, auch das eher eine spannende Frage, wie wollen Sie sich positionieren auf dieser internationalen Industriemesse? Hier haben wir in Spanien mit 80 Ausstellern tatsächlich zwei Aussteller mehr als im Jahr 2011 und haben aus Italien mit 513 Ausstellern 15 Aussteller mehr, als wir in 2011 haben. An dieser Stelle sei signalisiert, dass gerade in den Ländern, die tatsächlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung sind, die Hannover Messe als Plattform genutzt wird. Und an dieser Stelle auch gern nochmal das Beispiel, warum ist das eigentlich so? Mir sagte tatsächlich ein Aussteller aus Spanien, lieber Herr Köckler, ich habe 80% meines Inlandsmarktes verloren und ich muss unbedingt an die internationalen Märkte heran und muss unbedingt neue Kontakte knüpfen. Und das ist sicherlich der Grund, warum die Hannover Messe auch in diesem Bereich so stark gebucht ist und eine optimale Bühne zum Auf- und Aufbau der internationalen Kundenbeziehungen ist. Nach diesen drei Aspekten zur Hannover Messe möchte ich Sie jetzt noch kurz mitnehmen in den Bereich der Metropolitan Solutions. Wir haben erstmals, nachdem das neue Thema Metropolitan Solutions, technische Lösungen für urbane Strukturen als Sonderschau im Jahr 2011 und im Jahr 2012 innerhalb der Hannover Messe stattgefunden hat, als eigene Messe auf die Beine gestellt. Wir möchten diese von der Zielgruppe Besucher her entwickeln, weil hier die Besucher aus dem öffentlichen Raum im Mittelpunkt stehen. Die Fokusthemen hier sind Mobilität, Wasser, Abwasser, energieeffiziente Gebäude und Sicherheit. Stattfinden, der ein oder andere, der von Ihnen durch den Nordeingang, wahrscheinlich sind das alle hergekommen sind, haben gesehen, dass an der Halle 1 schon ein großes Plakat hängt, Metropolitan Solutions mit einem großen Pfeil. Dort in dieser Halle 1 wird gerade die Stadt der Zukunft aufgebaut und hier werden tatsächlich mit Elektromobilen Besucher in diese Stadt der Zukunft gefahren, ein ganz innovatives Konzept. Das ist spannend, das ist Pionierarbeit, nachdem 35 Aussteller bei der ersten Veranstaltung in 11, 70 in 12 dabei sind, sind wir sehr froh, dass wir in diesem Jahr 140 Aussteller vermelden dürfen, die hier dabei sind. Der EU-Kommissar Günther Oettinger ist Schirmherr der Metropolitan Solutions und die Besucherzielgruppe richtet sich ganz klar an die Entscheider aus dem öffentlichen Sektor. Das sind Stadt-, Regionalplaner, Politiker, Stadtentwickler und hier das Zusammenführen der Anbieter von Technologie und der Nachfrage aus dem öffentlichen Raum für die großen Fragen der Urbanisierung. Neben den Ständen in der Stadt der Zukunft finden Foren statt. Hier werden EU-Konzepte, Finanzierungsmöglichkeiten für Smart Cities, Energieversorgung von Städten, Metropolen, Klimafolgemanagement, Lösungen für die urbane Wasserversorgung diskutiert. Besonders interessant ist, dass wir in dem Forum eben nicht nur den Ausstellern und Technikanbietern ein Forum bieten, sondern auch 20 Städte dabei haben, die in diesem Forum der Besucherzielgruppe zeigen, wie sie in ihren Regionen die urbanen Lösungen durchgeführt haben. Das sind auf städtischer und kommunaler Ebene aus nationalem und internationalem Bereich namhafte Referenten, das heißt Lernen von den Besten. Das geht über Südafrika bis hin zu Asien und Nordamerika. ECLAY ist ein internationaler Städteverbund, ist hier der Partner in der Metropolitan Solutions und für uns in einer langfristigen Entwicklung ganz wichtig, weil wir mit ECLAY die Besucherzielgruppe des urbanen Bereichs hier hinbringen werden.
Abschließen möchte ich mit dem Hallenübersichtsplan. Sie sehen ein vollbelegtes Messegelände, über 230.000 Quadratmeter aufgeteilte Fläche. Wir haben 11 Leitausstellungen zu den 5 Kernthemen. Wir haben die Entwicklung der Integrated Industry so in die Hallen gebracht, dass Aussteller und auch Besucher einen optimalen Messeverlauf hier erleben können. Abschließend möchte ich feststellen, dass die Aussteller in den Startlöchern stehen. Die Vorfreude ist zu spüren. Wir haben eine hochattraktive, internationale und starke Hannover-Messe. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal sehr für die Zusammenarbeit mit ihm im Vorfeld und hoffentlich auch während der Hannover-Messe und möchte hiermit schließen und an Herrn Obukabo zurückgeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Köckler. Ja, Herr Botschafter Grining, Herr Köckler hat es gerade schon angesprochen, den starken Auftritt Russlands in diesem Jahr auf der Hannover Messe. Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören, wie das Partnerland die Hannover Messe 2013 sieht. Okay. Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die heutige Konferenz hat so viele Journalisten versammelt und das ist für mich eine besondere Freude, denn es belegt das steigende Interesse an meinem Lande. Ich verstehe das deswegen, dass die kommende Messe dadurch gekennzeichnet wird, dass Russland dort als Partnerland auftritt. So, das ist zum zweiten Mal, wo wir als Partnerland auftreten. Das erste Auftreten der Russischen Föderation auf der Hannover Messe geht auf das Jahr 1994 zurück. Nun sind wir bereits in diesem Jahr wird die Messe mit Rekordbeteiligung der russischen Unternehmen zum Höhepunkt des Russlandjahres in Deutschland und Deutschlandjahres in Russland 2012-2013. Unsere Teilnehmer präsentieren sich in 6 Messehallen. Das Herzstück der russischen Exposition ist der Zentralstand in Halle 26. Am 8. April findet die feierliche Eröffnung mit der Teilnahme der Staatsoberhäupter Russlands und Deutschlands statt. Nach der Eröffnungszeremonie werden Präsident Putin und Bundeskanzlerin Merkel beim traditionellen Messerundgang gemeinsam 10-12 Messestände der russischen und deutschen Unternehmen besichtigen. Selbstverständlich, wie Herr Köckler gesagt hat, am 7. April wird die Eröffnungszeremonie mit Beteiligung von Merkel und Putin stattfinden. So, wie Herr Köckler schon gesagt hat, als Leitthema der Ausstellung ist Integrated Industry ausgewählt worden. Von diesem Leitthema lässt sich selbstverständlich auch das russische Ausstellungskonzept leiten. Im Hinblick auf die mangelnde Stabilität der Weltmärkte ist die Russische Föderation dafür, dass eine multilaterale Diskussion über die Prognosen der Entwicklung der Weltindustrie sowie der Erarbeitung von Richtlinien zur Anpassung der Produktion an die neuen Verhältnisse eingeleitet wird. Dabei ist es von einer besonderen Bedeutung, alle Barrieren auf dem Wege der Integration der neuen Technologien in die Wirtschaft zu beseitigen. Entsprechende Vorstellungen, wie ich gesagt habe,
sind auch im dem Inhaltsprogramm unserer Beteiligung auf der Messe zugrunde gelegt. Nationale und internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden eingeladen, in Vorträgen und Diskussionsrunden über die für Russland, Deutschland und die ganze Welt aktuellen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Nach meiner Auffassung sind folgende Themenschwerpunkte unseres Ausstellungsprogramms erwähnenswert. Strategien für Industrieentwicklung in Russland und Deutschland, Einsatz energieeffizienter Technologien, industrielle Nutzung von umweltfreundlichen Materialien, Entwicklung der Versicherungsmärkte sowie des Konkurrenzumfeldes, Perspektiven für Lokalisierung der Produktion, Stadttechnologien, industrielle Formgestaltung. Eines der Highlights unseres Programms ist der russisch-deutsche Wirtschaftsgipfel, der am 8. April von dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft zusammen mit dem Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation veranstaltet wird. An der Podiumsdiskussion zum Thema Deutschland und Russland, offene Märkte für Handel und Investitionen, werden Leiter der führenden russischen und deutschen industriellen Unternehmen und Banken sowie Vertreter der föderalen und regionalen Regierungsbehörden teilnehmen. Eingeladen sind Bundesminister für Wirtschaft und Technologien Philipp Rössler, Minister für Industrie und Handel der Russischen Föderation Denis Manturov, Bürgermeister von Moskau Sergei Sobjanin, Topmanager von Siemens, E.ON, Deutsche Bank, Knauf, Severstal, Gazprom, Sberbank. Die Experten versammeln sich zur Positionsbestimmung, Einschätzung der Lage der bilateralen Zusammenarbeit und Thematisierung neuer aussichtsreicher Projekte im Rahmen der russisch-deutschen Modernisierungspartnerschaft. Weitere Angelpunkte des Messeprogramms sind der Workshop zur russisch-deutschen Zusammenarbeit im Bereich der Erarbeitung, Produktion und Nutzung von Verbundmaterialien am 8. April dieses Jahres. Eingeladen sind Manturov, Rössler. Organisatoren sind Ministerium für Industrie und Handel der Russischen Föderation, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Es findet auch das russisch-deutsche Energieforum Energie, das Herzstück russisch-deutscher Beziehungen statt. Es wird am 8. April sein. Gäste, schon erwähnte Herr Rössler, der Präsident der russisch-deutschen Auslandshandelskammer, Wintershall-Vorstand Rainer Seele, Gazprom-Vorstand Viktor Subkov, Geschäftsführer der Däne Stefan Kohler, Organisatoren russisch-deutsche Auslandshandelskammer. Vom 9. bis 11. April wird auf dem russischen Zentralstand das internationale Forum Global Industrial Design veranstaltet. Organisiert wird das von der offiziellen russischen Verwaltungsgesellschaft Formica. Mit Rücksicht auf den sich verstärkenden globalen Wettbewerb und den allmählichen Ausgleich der technischen Potenziale spielt das Design eine entscheidende Rolle bei der Produktauswahl. Das Ziel des Forums ist es, das scharfe Auge der Weltindustrie auf die steigende Bedeutung von Design in der Gegenwart und Zukunft zu richten. Führende russische und europäische Designer
werden ihre bahnbrechenden Ideen für die Weltindustrie präsentieren. Zudem werden auf dem russischen Zentralstand die Designstudien und Originalarbeiten der Forumsteilnehmer wie die Olympische Fackel Sochi 2014 oder der Steuerhebel des Raumschiffes Energia, ein Diesel-Kerosin-Triebwerk der neuen Generation und andere Gegenstände ausgestellt. Auf den 10. April ist das Metropolitan Solutions Forum angesetzt, das sich mit den städtischen Technologielösungen befasst. Die russischen Experten leisten ihren Diskussionsbeitrag zum Thema Innovationen für die städtische Infrastruktur im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2018, die in Russland bekanntlich stattfinden wird. Unsere Aussteller bringen nach Hannover die fortschrittlichsten Technologien im Bereich des Maschinen- und Flugzeugbaus, der Raumfahrt, Erdöl-, Gas- und Chemieindustrie, Telekommunikationen und so weiter, viele von denen weltweit einmalig sind. Zu der überaus repräsentativen Delegation der Russischen Föderation gehören die Städte Moskau und St. Petersburg und die Regionen Moskau, St. Petersburg, Kaluga, Sverdlovsk, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Tomsk, Tatarstan. Es werden, wie schon Herr Köckler gesagt hat, über 100 russische Unternehmen wie Gazprom, Rosneft, RGD, Rosnano, Rostechnologie, Skolkovo, Uralwagonzavod und andere sowie die Leiter der russischen Wirtschaftsministerien erweitert. Die Hannover Industriemesse sehen wir als eine führende internationale Plattform, auf der wir hier in Deutschland das ganze Spektrum des wirtschaftlichen, investitions-, wissenschaftlich-technischen Potenzials unseres Landes vor Augen führen und die fortschrittlichen Technologien der letzten Jahre zur Schau stellen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und lade alle Anwesenden herzlich ein, die russischen Stände zu besuchen. Ich möchte mich auch bedanken für die Unterstützung unserer Bemühungen, diese Messe, bei dieser Messe präsent zu sein. Und diesen Dank richtet dem Vorstand der Hannover Messe. Bedanke mich. Vielen Dank, Herr Botschafter Grining. Wir haben heute auch im Publikum zwei Herrschaften aus Russland. Einmal den Anton Atraschkin von der Durchführungsgesellschaft. Das ist die Gesellschaft, die den gesamten Auftritt Russlands organisiert. Herr Atraschkin wird ganz kurz drei Höhepunkte des Partnerlandsauftritts nennen. Wir haben auch Herrn Viktor Fokin dabei, ein erstmaliger Aussteller aus Russland auf der Hannover Messe, um kurz seine Erwartungen zu schildern. Die Herrschaften werden auf Russisch sprechen. Dazu haben wir die Headsets Ihnen ausgelegt. Die funktionieren so, Sie ziehen die zwei Ohrstöpsel auseinander. Mit dem Knopf in der Mitte können Sie den Kanal einstellen. Eins ist Deutsch, zwei Englisch, drei Russisch. Und mit der Drehscheibe können Sie die Tonlautstärke einstellen. Bitte. Благодарю, Ануора. Уважаемые коллеги, я бы хотел остановиться на трех, на мой взгляд, самых интересных, самых важных моментах касательно российского участия. Прежде всего, господин посол уже упомянул, в своей деловой программе мы хотели бы представить самые актуальные, Ich habe schon gesagt, dass wir die interessantesten Themen wir möchten Themen vorschlagen, die nicht nur für uns Russen interessant sind, sondern auch für das anspruchsvolle Publikum hier. Herr Botschafter hat ja schon davon gesprochen,
Seminare, Workshops zu neuen Verbundmaterialien sind wichtig. Sie wissen, dass das ein wichtiges Thema ist in der Industrie. Es kommen führende Wissenschaftler aus Russland, führende Vertreter wichtiger Firmen, und sie werden dann zusammen mit den deutschen Partnern darüber sprechen, auch mit den potenziellen und mit den tatsächlichen. 3 Tage gibt es dann auf dem russischen Stand das Forum Industriedesign. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema für die Hannover Messe. Uns scheint, dass Industriedesign das Thema ist, das sehr viele Besuch anziehen wird. Hier werden auch führende Vertreter von führenden Designerschulen aus Russland und Deutschland zusammenkommen. Chris Bengel, ein Mensch, der 17 Jahre Designchef bei BMW war und dann auch der wichtigste Designer in Russland, der bei Toyota und Citroën tätig war. Und das Dritte ist, dass in diesem Jahr neben den traditionellen Gas- und Ölfirmen Rosneft, Gazprom, die natürlich auch in Hannover sein werden, auch viele Vertreter des Mittelstandes zugegen sein werden und zum ersten Mal an der Hannover Messe teilnehmen werden. Und heute ist hier auch Viktor Vokin, Direktor einer Innovationsfirma, die das erste Mal hier vertreten ist in Hannover. Und ich möchte ihm jetzt das Wort erteilen. Vielen Dank. Ich bedanke Herrn Botschafter sehr herzlich und liebe Damen und Herren, auch Sie, dass Sie die Möglichkeit mir eingeräumt haben, hier kurz zu sprechen, mein Unternehmen vorzustellen. Wir arbeiten seit 20 Jahren auf dem Markt der Projekte für metallische Kabel. Also metallisch sage ich deshalb, denn das sind alle möglichen Metalle, das sind nicht isolierte Leiter und so weiter. Wir schaffen unsere Erzeugnisse für die größten Unternehmen des Landes. Das ist Norilsky Nickel, Rossiyskiy Zheleznyi Dorogi und eine Reihe anderer, also die russischen Eisenbahnen. Und unter unseren Projekten sind Erzeugnisse für den Fernsehturm in Ostankino, Erzeugnisse, die Verwendung finden in militärischen Projekten, in militärischen Technologien. Es handelt sich um Schachtaufzüge und vieles andere. Eine ganze Reihe neuer Projekte haben wir. Und was wollen wir hier auf der Ausstellung zeigen, auf der Messe? Unser letztes Projekt ist ein Blitzableiterkabel, unsere Erfindung für Übertragungsleitungen, Hochspannungsleitungen. Da kann jeder ein Blitz jeder Stärke einschlagen, das hat überhaupt keine Auswirkung. Also insgesamt sind schon 15.000 Kilometer damit ausgerüstet und insgesamt die Lebensdauer beträgt insgesamt 40 Jahre. Und wie gesagt, in Russland wird das schon sehr breit angewendet, 15.000 Kilometer der Übertragungsleitungen, der Fernleitungen sind durch uns bereits entsprechend gebaut worden. Diese Idee zeigt unsere prinzipielle Herangehensweise. Also wir wollen technische, perspektivische Anforderungen erkennen und darauf reagieren und natürlich gleichzeitig die Kosten so gering wie möglich zu halten, denn das ist in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation ja besonders wichtig. Unter den neuen Projekten, Erfindungen haben wir auch solche Blitzableiterkabel mit Glasfaser oder aus Glasfaser. Das sind des Weiteren Lichtwellenleiter, Erdseile. Alle unsere Ausarbeitungen haben Patente bekommen und werden jetzt auch vom deutschen Patentamt geprüft. Warum akzentuieren wir ausgerechnet auf die Energiewirtschaft? Das liegt daran, denn wir wissen ja, dass mit der Energiewende oder der neuen Energiestrategie Deutschlands es geplant ist, sehr viele Übertragungsleitungen neu zu bauen und über Dutzende, Tausende Kilometer, und diese neuen Linien, diese Übertragungsleitungen verlangen große Investitionen. Dabei soll es sich um einige Milliarden Euro handeln. Und unser Angebot hat die Aufmerksamkeit gefunden bei einigen deutschen Netzagenturen. Wir haben diese Projekte am 14. März in Berlin vorgestellt auf der russisch-deutschen Industriekonferenz, Wirtschaftskonferenz, und
wir bewerten unser Projekt wirklich als sehr wirtschaftlich effektiv, und das könnte unser guter Beitrag sein für die Energiewende in Deutschland. Und wir denken, dass wir damit absolut der Devise des russisch-deutschen Jahres sowohl in Russland als in Deutschland entsprechen, nämlich die Devise lautet: gemeinsam bauen wir die Zukunft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Beide Herrschaften stehen im Anschluss an die Pressekonferenz natürlich auch noch persönlich zur Verfügung. Und damit gebe ich direkt weiter an Herrn Professor Lukas. Wir sind gespannt auf die Nominierten für den Hermes Award. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit dem Hermes Award werden Spitzenleistungen im Bereich technischer Innovationen ausgezeichnet. Innovationen, die erstmalig auf der Hannover Messe ausgestellt werden, die industriell erprobt sind und die in ihrer Umsetzung, in ihrer Nutzung ökonomische Effekte für die Industrie erwarten lassen, aber auch positive gesellschaftliche Effekte wie zum Beispiel Energieeinsparung und andere Wirkungen. Meine Damen und Herren, der Hermes Award wird in diesem Jahr zum 10. Mal vergeben, ist also ein etablierter Preis. Es ist ein schönes Jubiläum, man kann der Deutschen Messe, was ich hiermit auch gerne tue, nur dazu, zu dieser Initiative, zu diesem Innovationspreis gratulieren. Der Hermes Award ist mittlerweile eine Marke geworden. Er ist ein Maßstab und ein Markenzeichen geworden für Innovationen. Und die Bundesministerin für Bildung und Forschung unterstützt deshalb immer gerne diesen Preis durch ihre Schirmherrschaft und ich sage auch durch meine Mitwirkung in der Jury. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Auch diesmal gab es wieder gute, hervorragende Einreichungen. 54 Vorschläge wurden eingereicht. Durchweg gute, hervorragende Qualität. Und wir haben unter dem Vorsitz von Herrn Professor Walster in der Jury am 15. März 5 Einreichungen ausgewählt, die wir für die 5 besten halten, und haben die nominiert für den Hermes Award 2013. Meine Damen und Herren, im Grunde sind, und Sie haben heute auch Gelegenheit, sich selbst davon überzeugen, weil all die 5 nominierten Unternehmen sind heute hier, stehen hier auch Rede und Antwort. Sie können auch sich selbst von diesen Innovationen ein Bild machen. Alle diese Unternehmungen, alle diese Produkte, die da gezeigt werden, sind preiswürdig. Am Ende muss man sich für einen entscheiden. Und der Preisträger wird dann bekannt gegeben am 7. April bei der Eröffnungsveranstaltung im Beisein von Präsident Putin und Frau Bundeskanzlerin Merkel. Ich würde gerne die Nominierten jetzt in alphabetischer Reihenfolge nennen, alphabetisch schon deshalb, damit sie keine Rückschlüsse auf eine Ranking ziehen können und vielleicht erraten könnten, wer denn eventuell der Preisträger sein könnte. Die Nominierten sind die Bosch Rexroth AG aus Lohr am Main in Bayern, die EBM Pabst Mulfingen GmbH und Co. KG aus Mulfingen, Baden-Württemberg, die Hirschmann Automation und Kontroll GmbH aus Neckar-Tenzlingen, ebenfalls Baden-Württemberg, die Käser Kompressoren AG aus Coburg, Bayern, und die Schildnest AG aus Mo, Baden-Württemberg. Vielleicht gleich hier eine Bemerkung: Dies ist ein Preis, der allen Ausstellern, die sich alle Aussteller bewerben können. Und wir haben in der Jury erst festgestellt, ganz am Ende, dass alle Preisträger aus Bayern und Baden-Württemberg kommen. Das war nicht immer so. Das ist ein, ich sage es mal, ein statistischer Effekt. Ich will aber auch noch mal sehr deutlich sagen, auch gerade vielleicht an die russischen Gäste heute hier: Sie haben sich leider noch nicht beworben, aber Sie werden ja jetzt hier auf dieser Messe ausstellen und vielleicht beim nächsten Mal Einreichungen machen. Ich weiß, dass viele, viele Aussteller hier gerade aus Russland hervorragende Innovationen haben. Und ich glaube, die Jury würde sich sicher auch freuen und, glaube ich, auch die Messegesellschaft, wenn es hier Einreichungen gäbe, damit wir das nicht alles Bayern und Baden-Württemberg überlassen. Auch Norddeutsche sind natürlich aufgefordert und alle anderen natürlich, die hier ausstellen, auch. Vielleicht eine Einordnung hier der Nominierten. 3 der 5 Vorschläge fallen genau in dem Bereich, nach der ja auch das Motto der Messe ist, das Thema Integrated Industry.
Ich nenne das ganz gerne auch Industrie 4.0, auch der Name ist gefallen. Ich glaube, das ist eine wichtige und zentrale Entwicklung. Übrigens auch ein wenig immer wieder Befruchtung von CeBIT und der Hannover Messe Industrie. Sie werden das auch sehen, wenn Sie sich die Nominierten anschauen, diese drei. Dann ist das ein oder andere, könnte man und hat man auch schon gesehen, auf der CeBIT. Aber nicht zu vergessen, die anderen Preisträger, die anderen beiden Nominierten haben auch ganz hervorragende Innovationen ausgestellt und insbesondere beschäftigen sich beide mit dem Thema Energieeinsparung. Das kam auch gerade von den Kollegen aus der Russischen Föderation. Das ist natürlich das brennende Thema, was uns alle interessiert und das wird, glaube ich, auch immer Thema der Hannover Messe Industrie bleiben. Ingenieursleistungen heißen immer auch, wie kann ich das Ganze nicht nur preiswert, sondern auch energieeffizient machen, sodass die fünf genau das ansprechen, die modernsten, neuesten Entwicklungen und gleichzeitig auf dem Weg hin nicht nur zu ökonomischen Erfolg, sondern unter ökologischen Randbedingungen, in dem Fall geht es um CO2-Einsparen, Energieeinsparen. Ich will ganz kurz Preisträger noch im Einzelnen vorstellen, auch kurz begründen, warum wir sie nominiert haben. Auch hier wieder in alphabetischer Reihenfolge, Bosch-Rexroth AG, Ihnen sicher bekannt als weltweiter Technologieführer im Bereich Antriebs- und Steuerungstechnik, 38.000 Mitarbeiter. Ich erwähne das, weil Sie gleich noch sehen werden, es werden auch viel kleinere Unternehmen haben auch eine Chance, hier nominiert zu werden und vielleicht auch den Preis zu bekommen mit einem Umsatz hier von Bosch-Rexroth von 6,4 Milliarden Euro. Das Produkt Open Core Engineering, schon vom Namen her, ist es eins, was man sich auch vorstellen könnte in einer CeBIT. Worum geht es dabei? Es handelt sich um neue Software-Schnittstelle für Standardsteuerung im Maschinenbau. Die Kernfunktionen von solchen Standardsteuerungen werden bislang immer durch den Steuerungshersteller definiert und geschützt. Wenn ein Maschinenbauer solche Kernfunktionen verändern will und ergänzen will, einbauen will in seinen Betrieb, in seine Umgebung, ging dies nur in Zusammenarbeit mit diesem Steuerungshersteller. Mit Open Core Engineering von der Firma Bosch Rexroth können die Programmierer der OEMs jetzt selber individuelle Softwarefunktionen in die Steuerung einbauen, das heißt integrieren in ihre Umgebung und sie können es selbst machen und sie können sich natürlich auch eines Dienstleisters, eines Softwareunternehmens bedienen. Warum haben wir dieses nominiert? Genau weil dieses etwas in Gang setzt, was wir ja mit dem Thema Integrated Industry oder mit dem Thema Industrie 4.0 verfolgen. Es verändert die Spielregeln für die Maschinenhersteller und dieses kann Innovation insgesamt anschieben, weil die Maschinenhersteller jetzt selbst entkoppelt von den Entwicklungen der Programmiersprache selbst Anpassungsentwicklung vornehmen können oder vornehmen lassen können und nicht unbedingt von dem Hersteller, der dieses System auf den Markt bringt. Wir halten dieses für innovativ, die Lösung, aber wir halten auch für innovativ das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Beides ist zu betrachten und wir halten beides für etwas, was Wirkung entfalten wird und Wirkung entfalten kann und wird. Interessant ist übrigens auch, dass durch die Schnittstellen zu mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets natürlich auch von diesen aus Zugriff dann genommen werden kann auf die Maschinensteuerung. Die alphabetische Reihenfolge zeigt auch, wie unterschiedlich doch die Innovationen sein können. ENB Pabst, Mulfingen GmbH und Co. KG mit 11.000 Mitarbeitern, mit vielen Betriebs- und Produktionsstätten, 17 weltweit, 57, und stellt etwas ganz anderes her. Er ist das Familienunternehmens Technologieführer im Bereich Ventilatoren und Antriebe und hat mit seinem Produkt Diffusor AxiTop, gefertigt übrigens aus Biowerkstoff, auch hier spielen wieder zwei Dinge hinzu. Es ist nicht nur, dass dieses Gerät wenig Energie aufnimmt, geräuscharm ist, sondern das Entscheidende ist es auch, was uns auch noch überzeugt hat, dass es aus einem Biowerkstoff und zwar aus einem Holz-Kunststoff-Verbund hergestellt ist. Diese Ventilatoren sind energiesparend und leise und bei diesem speziellen Produkt um ein Zusatzmodul für Ventilatoren,
das die vom Ventilator verursachten Verwirbelung der Luft kanalisiert. Übrigens, für einen Physiker, der ich bin, kann ich nur sagen, man sieht es dem Produkt nicht an, wie viel Knochhoff da drin steht. Also bitte erklären lassen, da braucht man viel Mathematik, viel Ingenieurverstand, um zu sehen, um dieses Produkt zu erzeugen. Aber dem Produkt selbst werden Sie am Ende dieses Knochhoff nicht mehr ansehen. So ist es häufig, dass diese Innovationen, diese Intelligenz im Verborgenen ist in den Produkten. Das ist übrigens für viele Dinge, die hier ausgestellt, wenn man davor steht, nur die Experten können dann erkennen, welche große Leistung dahinter steht, und hier steht eine große Ingenieursleistung dahinter. Warum die Nominierung? Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Energieeinsparung, die Lärmreduktion sind entscheidend, und wir sehen damit nicht nur einen wirtschaftlichen Nutzen, sondern auch einen gesellschaftlichen Nutzen, und die Amortisationszeit wird weniger als die ein Jahr betragen, sodass wir davon ausgehen, dass es auch eine Akzeptanz am Markt geben wird. Der andere Preisträger, der andere Nominierte, ich sage nochmal, es könnten alles Preisträger sein, der Versprecher, jetzt habe ich mich zweimal versprochen, jetzt können Sie gar nichts daraus entnehmen, Hirschmann Automations- und Kontroll GmbH in Neckar-Tenzingen ist ein Unternehmen, das übrigens in amerikanischem Besitz ist, also ganz deutsch ist es nicht mehr. Darüber können wir uns ja sogar freuen, dass wir jetzt fast ein ausländisches Unternehmen unter den Preisträgern haben. Hirschmann ist sicher allen hier in Deutschland über Antennentechnik bekannt, vielen Experten sicher auch bekannt über die Einführung der Ethernet-Technologie. Was Hirschmann hier zeigt auf der Messe, OpenBAT ist eine industrietaugliche Netzwerkbasisstation, wieder ein Thema im Zusammenhang mit Integrated Industry oder mit Industrie 4.0, was man auch immer gerne sagen möchte. Nominiert wird ein neuartiges, besonders robustes WLAN, also ein Funksystem, das auch unter schwierigsten Bedingungen eine sichere Datenkommunikation in Echtzeit ermöglicht. Und das Prinzip, wie immer, sehr einfach, aber in der Realisierung nicht so einfach hinzubekommen, also dann doch wieder schwierige Ingenieursleistung. Das Prinzip, zum einen werden dieselben Daten gleichzeitig über zwei Funkkanäle übertragen. Fehlerhaft empfangene Datenpakete werden durch die identischen, aber fehlerfrei empfangenen Datenpakete des anderen Kanals ersetzt. Thema ist, WLAN hinein in die Industrie, in eine Fabrikation zu bringen. Und Sie wissen alle, eine Fabrikation, Sie haben schwere Anlagen, die dort auch, wo auch schwere Ströme geschaltet werden. Sie haben also elektromagnetische Einstrahlung, eine Umgebung, die für so ein WLAN-System nicht so angenehm ist. Wenn Sie Ihr WLAN-System von zu Hause mit in die Fabrik nehmen, kann ich Ihnen sagen, das wird nicht so gut funktionieren. Dieses System wird funktionieren. Das ist wieder ein entscheidender Schritt. Diese Funkkommunikation in solche Industrieumfelder hineinzubringen, solche Umfelder, die starke elektromagnetische Störungen ausgesetzt sind. Wir haben dieses deshalb nachgezogen, weil wir dieses wieder als eine solche Schlüsselinnovation sehen für Industrie 4.0 und für viele andere Anwendungen. Ich könnte jetzt wieder Preisträger sagen, das sage ich jetzt nicht. Wieder nominiert Käser Kompressoren AG. Die Käser Kompressoren AG ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen und kompletten Systemen zur Versorgung von Produktions- und Arbeitsprozessen mit dem Energieträger Druckluft. Das Produkt, Latentwärme, Speichersystem sowie zugehöriger Druckluft, Kältetrockner. Die Käser Kompression AG hat eine neue Generation von Druckluft-Kältetrocknern mit integrierten kompakten Wärmespeicher entwickelt. Sie wissen, meine Damen und Herren, in Handwerk, Werkstätten und Industrie setzen Druckluft-Kältetrockner, werden dort eingesetzt, um die in den Betriebsabläufen genutzten Druckluft die Feuchtigkeit zu entziehen und ihre Anlagen vor feuchtigkeitsbedingten der Korrosion zu schützen. Mehr vielleicht. Lassen Sie sich erklären von den Experten. Ich erkläre, warum wir das ausgewählt haben. Die neuartigen Druckluftkältetrockner sind aufgrund der kompakten Wärmespeisersysteme deutlich leichter und kleiner als ihre Vorgänger und können damit nun auch dort eingesetzt werden, wo dies aus Platzgründen bisher nicht möglich war.
Hauptargument aber wieder, das zieht sich wieder hier auch durch bei der Auswahl, ist natürlich die Energieeinsparung, die Sie erzielen können, die so etwa in Größenordnung von 70% liegt. Genaueres können Ihnen die Vertreter von Käse erzählen, das kann übrigens auch über 70%, aber damit Sie eine Größenordnung bekommen, dass hier die Energieressource das wesentliche Merkmal auch ist, das Einsparen dieser Ressource ein wesentliches Merkmal dieses Produktes ist. Jetzt komme ich zu dem alphabetisch letzten Nominierten in Klammern Preisträger. Ich finde schon ausgezeichnet werden, ist schon auch ein toller Preis. Dieses Unternehmen hat nur 15 Mitarbeiter. Das erwähne ich deshalb, weil erstmal das toll ist, welche Leistung dieses Unternehmen mit 15 Mitarbeitern hier auch vorangebracht hat. Schildknecht AG in Moor Baden-Württemberg ist nicht zum ersten Mal dabei. Also das ist Innovation, nachhaltige Innovation. Erst 1981 übrigens gegründet worden. Und das Produkt ist ein Gateway für cloudbasierte M2M, also Maschine-to-Maschine-Lösung mit skalierbarer Teilnehmerzahl. Die Schildknecht AG hat ein Kommunikationsmodul entwickelt, das Anwendern beispielsweise in der Prozessautomation einen schnellen und einfachen Zugang zu ihren Prozessdaten ermöglicht. Und was uns überzeugt hat, war die Idee einer Cloud-Plattform, die hier enorm Kosten einsparen kann. Sie bekommen eine Lösung, die für jeden Mittelständler erschwinglich ist. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir über Integrated Industry oder Industrie 4.0 reden, nicht sagen, da brauche ich die große, teure Lösung, die nur wenige anbieten können, sondern Sie brauchen auch die preiswerten Lösungen, sodass man langsam hineingehen kann in die Technologie, auch als KMU. Dies ist für KMU attraktiv. Für den Telekommunikationsanbieter, sage ich, ist es nicht attraktiv. Das bedeutet, er wird daran nicht viel verdienen, weil dieses hier eine Lösung gefunden wurde, die eben kostenoptimiert ist, technologieoptimiert und kostenoptimiert ist und natürlich ideal für Lösungen, die zu dem Thema Internet der Dinge zugehören, Industrie 4.0 oder und damit die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation auch für Anwendungen im kleinen Maßstab unterstützt, wobei dieses skalierbar ist und es ginge auch im großen Maßstab. Sie sehen, alles ganz tolle Innovationen und Sie werden erfahren am 7. April, welche aus Sicht der Jury dann die eine Top-Innovation von diesen fünf ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Herr Professor Lukas. Herr Professor Lukas. Большое спасибо, господин профессор доктор Лукас. Он уже сказал, что представители пяти кандидатов присутствуют и, конечно, готовы представить более детально свои новые разработки. И сейчас хотел бы передать слово господину Шунг от компании Шунг, который тоже проводит исследования в области интегрированных решений промышленности. Благодарю за теплые слова приветствия. Рад иметь возможность выступать перед журналистами. Я хотел бы сегодня представить вам компанию Шунг. Это семейное предприятие классического типа, а потом коснусь темы, главной темы выставки, интегрированные промышленные решения. Я вам покажу, что это означает для нашей компании Шунг. Я уже сказал, что мы являемся im Zentrum. Mein Vater und meine Wenigkeit, wir sind 1945 gegründet worden von meinem Großvater Friedrich in einer Garage hinter dem Wohnhaus. Er hat es gegründet als mechanische Werkstätte, hat alle Reparaturen aller Art nach dem Krieg bewerkstelligt, war ein Technikgenie. Und einer seiner schönsten Aufträge, mein Vater kann heute noch davon erzählen, war die Herstellung von Präzisionsteilen für den Porsche 356. Ein Klassiker. Ich denke, dass einige von Ihnen dieses Auto kennen. Und wir haben über all die Jahre, auch mit dem Eintritt meines Vaters 1964, das Unternehmen weiterentwickelt, haben seit 1989 internationalisiert, haben heute 12 Produktlinien oder Produktbereiche, Sie sehen sie hier. Und
Alles dreht sich um Spanntechnik und Greifsysteme. Und ich habe hier den neuesten Greifer vor mir stehen, da gehe ich später noch drauf ein. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Historie. Wie gesagt, 1945 gegründet. Wir haben heute 2000 Mitarbeiter, haben den Umsatz auf 300 Millionen Euro gesteigert. Das ist die Prognose für dieses Jahr. Haben ca. 60% Exportquote und gelten in der Branche, insbesondere bei den Greifern, als Marktführer, so wie EBM Papst für Ventilatoren steht und Kercher für die Dampfstrahler, so steht Schunk für Greifen, für Greiftechnik. Wir haben aber auch noch andere Linien, wo wir auch eine ganz gute Rolle spielen und deshalb kann man hier einfach die Nummer 1 hinschreiben, da stehen wir dazu und da steckt viel Arbeit drin. Ja, zum Greifen kann ich einfach sagen, ich habe auch hier den ersten PBG, das war damals der Industriegreifer, der erste standardisierte Industriegreifer, wo wir keine Schläuche mehr außen hatten, sondern die integriert und im Greifer durchgeführt haben. Ich habe ihn hier unten stehen, er ist relativ schwer, Sie sehen ihn hier. Und jetzt vergleichen Sie einfach mal diesen Greifer hier mit der neuesten Hand. Und dann ist, glaube ich, jedem klar, dass es in Richtung Intelligenz geht. Aber auch der Greifer war zu seiner Zeit ein führender Greifer. Wir haben diesen Greifer immer wieder weiterentwickelt. Wir haben einen Vielzahn geführten Greifer gebracht, der PGN Plus, seit 2000 mit einem weltweiten Patent. Der hat sich zu der Nummer 1 im Markt entwickelt. Ich glaube, jeder, der was mit Greifen zu tun hat, kennt diesen Greifer weltweit, egal wo man hinkommt. Ja, und so versuchen wir immer wieder, Innovationen in die Greiftechnik reinzukriegen. Wir haben zum Beispiel in der Dreifingerhand die SDH, die Sie unten sehen, an zweiter Stelle taktile Sensoren verbaut. Wir haben einen elektrischen Greifer gebracht, den EGP, der Kleinteile greifen soll. Und last but not least die Fünffingerhand, eine Studie, die noch zur Serienreife kommen muss. Mit dieser Folie zeige ich Ihnen nochmal, wie der Einsatz unserer Komponenten stattfindet. Unsere Komponenten werden an den Maschinenbau geliefert, an den Anlagenbau, aber auch an die Roboterhersteller oder an Systemhäuser der Roboterhersteller. Und ich habe stellvertretend in der ersten Zeile nochmal unsere Produkte aufgeführt. Und Sie sehen ein Sammelsurium, ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Komponenten. Wir haben quasi einen Komponentenbaukasten, den wir bieten können und daraus kann sich der Kunde bedienen und ich denke, über die Leistungsmerkmale, die wir hier verzeichnet haben, gibt es viel Kundennutzen, den wir bieten können. Dann habe ich einen kleinen Film mitgebracht. Ja, wir haben dieses Jahr 30 Jahre Greiftechnik und wir haben, Sie sehen hier Jens Lehmann, wir haben überlegt, wie kann man Greifen ein Gesicht geben, sind dann auf den Torhüter gekommen und ich habe über einen Querkontakt Verbindung zu Jens Lehmann erhalten. Sie werden ihn am 9. April sehen können auf dem Messestand hier in Hannover, ist er anwesend den ganzen Tag. Ich darf heute schon zum Technik-Tower-Talk einladen. Mit namhaften Prominenten bzw. Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Herr Dr. Reuter von KUKA wird da sein, Herr Dr. Waldl von VW und Professor Bauernhansel, der das Thema Industrie 4.0 sehr stark vorantreibt in Deutschland. Wir freuen uns auf die Veranstaltung. Ja, zu Integrated Industry und Schunk kann man sagen, dass auch wir uns natürlich Gedanken machen, wie muss unsere Greiftechnik in der Smart Factory integriert werden. Die muss sich in dem Verbund, in der Vernetzung aller Komponenten auch als starker Baustein wiederfinden. Und ein wesentlicher Enabler, wir hatten es vorhin schon gehört, ist das Internet der Dinge. Das heißt, die
Komponenten kriegen alle eine IP-Adresse, werden über das Web angesteuert. Und auch da muss man sich dazu Gedanken machen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was wir heute schon bewerkstelligen. Und zwar haben wir in der Zementherstellung ein Shuttle-System, wo ein Leichtbauarm von uns integriert ist. Sie sehen hier in Vorbeifahren. In der Zementherstellung geht es immer darum, den Zement auf Mischungsverhältnisse, Fließverhalten zu überprüfen. Es müssen Proben genommen werden. Das macht man in einem Labor. Und mit diesem Shuttle-System kann bewerkstelligt werden, dass verschiedenste Proben in Diagnosestationen übergeben werden, wieder rausgenommen werden, weiter transportiert werden, wieder in eine Diagnosestation gegeben werden. Dann werden Daten ausgewertet, analysiert. Es muss alles just in time gehen, weil es alles schnell gehen muss. Und es wäre völlig unmöglich, dieses alles händisch zu bewerkstelligen. Das heißt, man hat hier ein vollautomatisches, voll integriertes Labor eingerichtet mit Service-Robotik. Und ich denke, dass das ein schönes Beispiel ist für eine Smart Factory, für ein Smart Lab. Wir bei Schunk verstehen vier Schlüsselkriterien, die auch für den Maschinenanlagenbau gelten, als richtungsweisend für die Smart Factory. Das sind die vier Begriffe Flexibilität, Integration, Kommunikation und Effizienz. Und ich möchte Ihnen einfach am Beispiel der Greiftechnik aufzeigen, was es bedeutet für das Greifen. Die Flexibilität oder flexibles Greifen bedeutet in einer Smart Factory, dass ich den Greifer so ausrichten oder gestalten muss, dass er verschiedenste Gegenstände hintereinander greifen kann, vom kleinen Gegenstand über einen großen Gegenstand. Das heißt, die Hand muss hohe Flexibilitäten haben. Dann muss natürlich, oder können Sie sich vorstellen, wenn ich eine Glühbirne eindrehen möchte oder handeln möchte, darf ich die nicht so anfassen wie ein Stein. Das heißt, es geht um Sensorik und Feinfühligkeit der Hand. Das ist auch eine große Herausforderung. Bei der Effizienz spricht man von Energieeffizienz, Kosteneffizienz und Zeiteffizienz. Energieeffizienz bedeutet, dass sich die Ingenieure Gedanken machen, wie kann ich den Wirkungsgrad optimieren, wie kann ich die Leistungsdichte maximieren, um dadurch in der Baugröße eine Stufe drunter zu bleiben, um das Gesamtsystem auch wieder optimierter zu machen, um Kosten zu sparen und dann natürlich auch, um bestimmte Zeitkriterien zu erfüllen, also schnelle Zyklen in der Handhabung hinzubekommen. Das sind alles Kriterien für Effizienz. Bei der Integration, da ist hier das schöne Beispiel, da geht es um Intelligenz in der Hand, es geht um Motorik, wir haben hier Motoren drin, wir haben Sensorik drin, es gibt hier eine Ansteuerung zum Thema Webadresse und das alles muss integriert sein und muss eine dezentrale Intelligenz bieten und die Steuerung muss quasi Plug-and-Play förmig sein, also es muss sofort losgehen, es kann nicht groß mehr programmiert werden. Das sind, wie gesagt, das ist eine Studie gerade und da haben wir noch einiges zu tun. Kommunikation hatte ich genannt, hatten auch die Herren genannt, das Web zieht ein in die Produktion. Die Gegenstände, die Komponenten haben Webadressen, IP-Adressen. Man wartet, steuert und nimmt in Betrieb per Rechner, per Internet. Und das ist so der Trend, den wir sehen im Thema Integrated Industry. Ja, hier habe ich nochmal dargestellt die Entwicklung vom ersten Greifer, ein richtiger Brocken, hin zu der Industrie 4.0 Hand, die Fünf-Finger-Hand von uns. Und ich darf Sie alle nochmal ganz herzlich einladen, am 9.4. Jens Lehmann zu erleben. Ab 17.30 Uhr haben wir den Technik-Toba-Talk bei uns und ich denke, dass man eine schöne Bandbreite der Greiftechnik bei uns sehen kann.
Das Motto unseres Messestandes wird lauten 30 Jahre Schunkgreifer. Sie können sich später selber ein Bild machen. Ich habe hier links die Greifer aufgebaut, die ich auch gezeigt habe in der Präsentation. Und wir freuen uns alle sehr auf die Hannover Messe. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Schunk. Und passend zum Technik-Torwart-Talk findet jetzt das Gespräch mit Ihnen statt. Sie haben jetzt natürlich die Möglichkeit, Ihre Fragen an die vier Herren zu richten. Gibt es Fragen? Ich habe mehrere Fragen, kleine Fragen. Zunächst an Herrn Köckler. Können Sie gerade mal für 2011 die Vergleichszahlen bei Ausstellern sagen und auch wie viele Besucher 2011 da waren? An den Herrn aus Russland hier vorne, den Namen weiß ich leider nicht, der von den Verbundmaterialien sprach. Können Sie da nochmal einen Satz zu sagen, um welche Verbundmaterialien es geht, welche Sie da vorstellen? Was ist das, Kohlenstofffasern oder was machen Sie da? Und an Herrn Schunk habe ich zwei Fragen. Dieses Industrie 4.0, wird das evolutionär sich vollziehen? Oder bringt das jetzt einen Umsatzschub, also geht da jetzt ein Sog von aus, der zu vielen, zu mehr Aufträgen führt? Und die zweite Frage ist, welche Auswirkungen hat das für Ihre Mitarbeiter und die Mitarbeitersuche, wenn jetzt da überall Software drin ist? Brauchen Sie dann künftig statt der Maschinenbauer irgendwie Softwareingenieure, Informatiker? Das waren die Fragen, danke. Herr Gisberg, vielleicht beginne ich. Wir hatten in 2011 6.333 Aussteller und rechnen jetzt mit 6.500 Ausstellern, die wir angemeldet vorliegen haben. Wir hatten in 2011 228.000 Besucher und in 2009 208.000 Besucher. 7.000 Besucher. Ich glaube, die nächste Frage ging an den russischen Kollegen. Ja, genau. Wie ich bereits gesagt hatte, die Aufgabe der russischen Organisatoren besteht darin, Themen einzubringen in die Hannover Messe, die alle interessieren. Und die Maßnahmen, die ich angesprochen hatte, das war ein Rundtischgespräch, das heißt russisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung, der Produktion und der Anwendung von Verbundwerkstoffen. Seitens der russischen Seite werden die führenden Persönlichkeiten des Industrieministeriums Russland vertreten sein und der R&D-Zentren wie WIAM zum Beispiel, und seitens der deutschen Seite werden Sprecher des Fraunhofer-Instituts anwesend sein. Sie wissen ja sicher alle, dass das eines der führenden R&D-Zentren darstellt, und der Leiter des Unternehmens Textima Export wird auch teilnehmen. Also eine der Prioritäten besteht ja darin, für die russischen Teilnehmer Partner zu suchen auf der deutschen Seite und die russischen Teilnehmer aus den staatlichen Organen möchten etwas mehr darüber erfahren, wie die deutsche Regierung die Zweige unterstützt, die in nächster Zukunft Pioniere in der Industrie werden könnten oder sein könnten. Dankeschön. Ob die Industrie 4.0 evolutionär stattfindet oder abrupt, bin ich der Meinung, dass sie evolutionär stattfinden wird, weil die Komplexität einfach unglaublich hoch ist. Die Mitarbeiterauswahl wird so sein, dass mehr Softwareingenieure auch bei uns eingestellt werden müssen, um dem Rechnung zu tragen. Aber das findet eigentlich schon seit der industriellen Revolution oder der Industrie 3.0 statt, wo die Elektronifizierung Einzug gehalten hat. Also wir stellen eigentlich jedes Jahr verhältnismäßig viel Programmierer und Softwareentwickler ein.
Aber man darf nicht vergessen, erstmal kommt es auch auf die Mechanik an. Also ich muss erstmal auch die Mechanik in den Griff bekommen. Also wir werden weiterhin auch mechanische Ingenieure oder Maschinenbauingenieure benötigen. Volker Österreich vom Chemmanager. Nachdem der Herr Köckler in der Einführung ja gesprochen hat, dass wir mit Integrated Industry über den Tellerrand hinausblicken sollen, habe ich eine Frage an Herrn Schunk und an Herrn Professor Lukas. Ein sehr weiter Blick vielleicht über den Tellerrand, Herr Schunk. Ist Ihr mechanischer Greifer ein Schritt auch in Richtung Medizintechnik? Vielleicht ein kurzes Ja oder Nein oder vielleicht oder... Ich würde sagen, ich hoffe, dass es so ist, ja. Okay, danke. Und die Frage an den Herrn Lukas, da geht es um den im Alphabet letzten Nominee für den Hermes Award. Kann man bei dieser Lösung sich auch vorstellen, dass man endkundenorientierte Lösungen hat, zum Beispiel, dass ich von meinem Lieblingsbadestrand jeden Morgen per Twitter die Wassertemperatur bekomme? Direkt vom Messsensor, ohne dass irgendjemand das verfälscht, um mich dahin zu locken und hinterher dann die Enttäuschung groß ist. Also ich würde Ihnen raten, mit dem Preisträger, Sie meinen jetzt die Schildknecht AG, gehe ich davon aus, gleich direkt in Kommunikation zu treten. Ich glaube, die werden Ihnen da sicher Tipps geben können. Die macht mir einen äußerst kompetenten Eindruck. Okay, danke schön. Dann eine weitere Frage in der vierten Reihe. Vielen Dank. Florian Rudolf Samuel Berger, TVN Transworld News. Die erste Frage an den Herrn Botschafter. Ohne das jetzt wertend zu nehmen, wenn Sie sich in den Massenmedien, im Fernsehen einfach mal anschauen, was über Russland berichtet wird, dann wird leider wenig von Ihrem tollen Engagement hier auf der Hannover Messe zu hören und zu sehen sein. Aber jeder weiß im Prinzip, was wieder jetzt gegen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, sprich Konrad-Adenauer-Stiftung, geschah. Warum ist es so schwierig oder könnten Sie kurz dazu was sagen, dass eine der wichtigsten Komponenten für die Wirtschaft Vertrauen ist? Und Sie haben davon gesprochen, Barrieren abzubauen. Mit allen, denen ich gesprochen, interviewt habe, gerade Mittelständler, auch auf der letzten Hannover Messe, ist eine der größten Barrieren Angst. So eine psychologische Barriere ist sehr, sehr schwer abzubauen. Was kann eventuell die Hannover Messe bzw. dieses tolle Engagement, das Russland hier hat, dazu beitragen, dass der Führung dort klar wird, dass Psychologie leider Fakten häufig überwiegt? Das an Herrn Botschafter, dann an den Hermes Award. Gibt es da ein Preisgeld? Wenn ja, wie hoch ist das Preisgeld? Also die Frage an Herrn Lukas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Zentralstand als Preisträger, an den Zentralstand von Russland gehe und sage, ich habe den Hermes Award, ernte ich dort ein Aha oder können die damit was anfangen? Sie haben ja von einer Marke gesprochen, wenn Sie vielleicht ein, zwei klare Markenzeichen dazu erwähnen würden. Und drittens an Herrn Schunk kurz, wenn Sie ein paar Stichpunkte, nur ganz, ganz kurz, was bedeutet die Hannover Messe für Sie? Warum sind Sie hier und was hat die Hannover Messe bisher für Sie gebracht, gerade als ein Unternehmen, das familiengeführt ist? Vielen Dank. Ja, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass Psychologie, Vertrauen und solche Dinge ein wichtiges Element sind in der Schaffung einer besseren Kooperation. Ohne das geht es nicht. Und dazu gehört natürlich viel mehr Kontakte, viel mehr Begegnungen, viel mehr Austausch. Es wird auf verschiedene Art und Weise erzählt. Es wird auch dadurch erzählt, dass wir unsere Gesellschaften näher zueinander bringen, dass wir Jugendaustausch, dass wir humanitären Austausch weiterentwickeln. Das kann erzielt werden, sowohl durch
Bildung verschiedenen entsprechenden Organisationen, aber auch dadurch, dass wir zum Beispiel Visa-Regime abschaffen und unsere Leute, unser Publikum näher zueinander bringen. Solche Bedingungen schaffen, wo zum Beispiel Russen jede Zeit hierher kommen können und sich ansehen können, wie eigentlich die Gesellschaft hier gestaltet ist, wie man hier die Dinge diskutiert und welche überhaupt Themen diskutiert werden. Und umgekehrt, dass die Deutschen die viel mehr Möglichkeit bekommen, nach Russland zu kommen, um zu verstehen, wie Russland von heute eigentlich lebt, was dort wirklich, ob dort wirklich die Bedingungen so sind und die Verhältnisse so sind, wie sie in der Presse Deutschlands dargestellt werden. Oder es wird dort etwas anders, kann dort etwas anders gefunden werden. Wissen Sie, wir sind leider durch mehrere Trennlinien getrennt voneinander. Und die Aufgabe von heute besteht darin, diese Trennlinien zu überwinden, diese Barrieren zu überwinden. Die Hannover Messe ist eine der Möglichkeiten, diese Trennlinien zu überwinden. Ich glaube, dass bei dieser Gelegenheit können sehr viele überzeugen, dass der Mittelstand auch in Russland vorhanden ist, dass er sich entwickelt, dass er eigentlich eine Unterstützung braucht, eine Unterstützung auch aus Deutschland, weil die Entwicklung in Russland, in die Entwicklung des Mittelstandes, geht nach eigenen Maßstäben, nach eigener Regelung. Aber es gibt solche Traditionen, die wirklich beispielhaft sind, die hier in Deutschland zu finden sind. Und wenn uns die Bundesrepublik damit hilft, dass wir mehr bei uns deutschen Mittelstand bekommen, dass der deutsche Mittelstand zu uns aktiver kommt, desto besser es sein wird. Was diese Bemerkung angeht in Bezug auf die nicht regierende Organisation, eigentlich das ist ein Fall, das ich heute in den Zeitungen gelesen habe, aber das ist zu prüfen. Ich kann Ihnen nichts genau sagen. Es ist so, dass bei uns, genauso wie bei euch, die Organisationen geprüft werden auf ihre auf die Tatsache, ob sie dem Gesetz entsprechen oder nicht. Und hier sehe ich nichts, was eigentlich auszusetzen wäre. Jedenfalls der mentale Unterschied zwischen Russland und Deutschland, der Unterschied in der Kultur besteht nach wie vor. Und besser zu verstehen, was eigentlich in einem Lande passiert und wirklich dem Partner
zu helfen, den Partner zu unterstützen, muss man besser die Verhältnisse kennen in einem Lande und besser die Mentalität der anderen kennen. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja, vielleicht kurz zum Hermes Award. Erstens, der Hermes Award ist hoch dotiert, und zwar gibt es seitens der Deutschen Messe AG ein PR-Paket im Gesamtwert von 100.000 Euro. Das ist nach unserer Auffassung, übrigens nicht nur der Auffassung der Messe AG, auch der Jury, die beste Form, hier Unternehmen, die sich ja zeigen wollen, präsentieren wollen, zu helfen. Ja, zu der Frage, warum Hannover Messe. Die Hannover Messe war schon immer eine Top-Adresse, ist die stärkste Marke im deutschen Messegeschäft, ist die internationalste Adresse. Es kommen 200.000 Besucher, es kommen alle Branchen. Und man hat sich aus unserer Sicht die letzten Jahre auch sehr strategisch aufgestellt und thematisch sehr positiv entwickelt. Dort hinten noch. Ja, Ralf Krüger, Deutsche Presseagentur. Ich habe noch eine Frage zum deutsch-russischen Handelsvolumen. Könnten Sie da noch ein paar Angaben machen, auch in welche Richtung sich das der Handel bewegt? Und die zweite Frage betrifft das Besuchsprogramm von Präsident Putin. Ist außer dem Messebesuch noch anderes geplant an Aktivitäten? Danke. Der erste Punkt, das Handelsvolumen hat die Tendenz steigend, und in vorigen zwei Jahren haben wir immer wieder neue Rekorde gezeigt in unserem Warenaustausch. Letztes Jahr war das über 80 Milliarden Euro, 80,5 Milliarden. Das ist ein neuer Rekord und Zuwachs ungefähr um 7% im Verhältnis zu dem Jahr 2011. Diese Tendenz wird auch zurzeit beobachtet, und wir gehen davon aus, dass eigentlich nichts im Wege steht, dass der Warenaustausch sich auch so weiterentwickelt. Aber das ist nicht das eine, worauf wir uns freuen wollen. Wir möchten auch, dass intensiver unsere Investitionsmöglichkeiten entwickeln. Investitionsvolumen Deutschlands in Russland betrug voriges Jahr etwa 28 Milliarden Euro. Das ist natürlich nicht wenig, aber nicht besonders viel. Unsere Einlagen hier beliefen etwa auf 8 Milliarden Euro. Das ist auch nicht viel. Und wir möchten, dass es natürlich aktiver entwickelt. Was unsere Ziele angeht in Sachen Wirtschaft, das ist, wie ich schon gesagt habe, die Aktivierung des Mittelstandes. Für uns ist das nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch ein soziales. Wir möchten, dass genauso wie in Deutschland der Mittelstand das Rückgrat sowohl der hiesigen Wirtschaft und als auch der Gesellschaft bildet. Das wollen wir auch bei uns haben. Diese Erfahrung möchten wir übernehmen. Deswegen der Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit in den kommenden Jahren wird eigentlich auf den Mittelstand konzentrieren, auf die
Kaderschulung, weil es bei uns an Fachkräften mangelt. Und um dann die deutschen Investitionen anzulocken, braucht man natürlich auch entsprechende Arbeitskräfte. Und um diese Arbeitskräfte zu bekommen, braucht man Ausbildungsstellen. Und das ist der zweite Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit für die nächste Zukunft. So, das Ministerium für Bildung ist hier in dieser Hinsicht für uns ein sehr guter Partner, und wir möchten auch darin weiter zusammenarbeiten. Das sogenannte duale System werden wir aktiv bei uns auch praktizieren. Was das Programm des Besuches von Putin angeht, so sieht es vor, dass nach der Zeremonie der Eröffnung der Messe am 7. April demnächst Verhandlungen im kleineren, engeren Kreis stattfinden zwischen der Bundeskanzlerin und dem Präsidenten. Und eigentlich Schluss, weil es ziemlich spät angefangen wird. Am nächsten Tag in der Früh wird dann Kranzniederlegung stattfinden hier am Marschsee, und dann die Eröffnung des russischen der russischen Exposition, dann der Rundgang und alles. Ja, dann geht der Präsident weiter. Vielen Dank, Herr Grieding. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch eine abschließende Frage. Wird dort vorne. Ganz kurze Frage zur Internationalisierung. Also wir hatten gehört, dass erstmals die Hannover Messe die meisten Aussteller aus dem Ausland kommen. Bezeichnend ist, dass die meisten aus China kommen. Vor kurzem hat man schon auf der CeBIT gesehen, aus China kommen in der Zwischenzeit auch Hightech, also waren auch Technologieführer und außerdem Konzerne, die Weltmarken setzen möchten. Sind da auch große Beteiligungen zu sehen? Und die zweite Frage, haben Sie auch zu der Quadratmeterzahl der chinesischen Aussteller Angaben? Also die Internationalisierung ist zunächst etwas sehr Erfreuliches, weil in der Positionierung als wichtigste Industriemesse weltweit hat das ja zwei Aspekte. Einmal der Anteil der Aussteller, einmal der Anteil der Besucher. Bei beiden wollen wir internationaler werden. Dass China tatsächlich in der Anzahl der Aussteller am international oder die führende Position hat, liegt aus unserer Interpretation in der Tat daran, dass wir im letzten Jahr da wunderbare Kontakte aufgebaut haben und die Aussteller wiedergekommen sind. Das ist eine tolle Bestätigung. Auf Flächen geschaut ist flächenmäßig Italien noch Nummer eins, die rund 16.000 Quadratmeter belegen, gefolgt von China mit 11.000 und dann hat die Türkei 8.000. Das zu den Verhältnissen. Das heißt aber, die chinesische Beteiligung nicht nur eine Anzahl von Unternehmen, sondern ja auch in der Fläche mit knapp 12.000 Quadratmetern die zweitwichtigste Ausstellernation hier. Und das war auch das Fazit des letztjährigen Partnerlandes, dass man in China nicht nur eine industrielle Produktion aufbauen will mit Technologie, die auch hierher kommen, sondern auch hier auf der Hannover Messe, wie heißt es so schön, Benchmarking, sich messen möchte in der Technologie. Und wenn die Kunden vergleichen können an einem Ort, an einer Stelle, möchte sich dort auch das Land China hier präsentieren und mit vergleichbaren Produkten dort sein. Insgesamt natürlich die Standgrößen, wenn Sie das vergleichen, die Fläche deutscher Ausstellungsstände liegt dann in einem Bereich von 150.000 Quadratmetern, natürlich noch in einer anderen Dimension. Das zu den Verhältnissen, weil historisch gewachsen, Herr Schunk, schöner kann ich es eigentlich gar nicht formulieren, deshalb halte ich mich an der Stelle zurück. Aber wir haben natürlich ganz viele namhafte Großkonzerne, aber auch sehr starke Mittelständler, die natürlich mit Größenordnungen von
500 bis 1500 Quadratmetern hier wunderbare Stände entwickelt haben. Und da sind die chinesischen Stände noch nicht in dieser Größenordnung. Vielen Dank, Herr Dr. Köckler. Nochmal vielen Dank für Ihr Interesse, auch von meiner Seite. Erlauben Sie mir noch einige Hinweise. Auf der linken Seite, von uns aus linken Seite des Saals, haben wir einen kleinen Mittagsimbiss für Sie vorbereitet, wo wir gerne noch die Gespräche vertiefen können. Erlauben Sie mir auch nochmal den Hinweis auf die Hermes Award Nominierten auf der rechten Seite. Und der Bus in Richtung Wolfsburg startet um 13 Uhr. Dort nochmal der Hinweis, wir dürfen im Werk nicht filmen. Das heißt, sämtliche Videokameras, Fotokameras, bis hin zu Smartphones werden wir abgeben müssen. Wir werden aber von einem Werksfotografen begleitet und bekommen natürlich auch von den VW-Kollegen entsprechendes Schnittmaterial. Vielen Dank und wir sehen uns in spätestens 2 Wochen zur Hannover Messe.